Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum sportlichen Spätsommer. Heute mit schlank und fit. Das wollen wir uns heute machen. Schlank und fit. Wir wollen uns also wirklich bewegen. Das heißt Energie verbrauchen, Fette verbrennen. Natürlich auch Muskeln trainieren, die unseren Körper ja formen und die unsere Kraftwerke sozusagen sind, die dann auch wirklich Energie verbrauchen im Alltag oder auch beim Sport. Also du machst immer so mit, wie es für dich okay ist. Pausen zwischendurch sind erlaubt, lockere Rück aus und steig dann wieder ins Training mit ein. Ich habe mir ein Glas Wasser hergestellt, also vielleicht holst du dir noch was zum Trinken für zwischendurch. Ansonsten auf jeden Fall vorher und nachher ein Glas Wasser trinken. Und natürlich starten wir aufrecht. Wenn du gestern dabei warst, weißt du ja noch wie? Genau, hüftschmal geöffnet, Knie sind durchlässig, Krone auf den Kopf, Spannung im Bauch. Und ich mache uns heute ein bisschen Musik an. Also gleich mal bewegen. Wir wärmen uns jetzt auf und dann starten wir mit Ausdauertraining und Kräftigung im Wechsel. Atmen mal durch die Nase ganz tief ein, nimm beide Arme nach oben und durch den Mund wieder aus und lass die Arme fallen. Nochmal tief einatmen und aus. Tief ein und aus. Nase ein, Mund aus. Nochmal, letztes Mal und jetzt bleibst du hier oben, ziehst dich lang, trittst mit den Füßen gleich mit, rechts und links, Füße abrollen, Handflächen, Handrücken und so richtig schön durchbewegen. Ruhig auch größer werden, weiter nach außen kommen. Leise abrollen. Nochmal, jetzt locker die Arme aus, roll ab und nimm deine Schultern nach hinten. Rechte Schulter, linke im Wechsel, rück, leise landen. Ellbogen zurück, größer werden. Nochmal, noch ein bisschen größer, lange Arme, jetzt wieder kleiner werden, Ellbogen, Schultern. Und da bleibst du jetzt, schau mal, verlagern, tippe außen und roll die Schultern gleich nochmal mit. Ganz ohne Schultern tippen. Noch ein bisschen tiefer. Und kleiner werden, nach vorne tippen. Tap, tap, tap. Fußspitze. Ferse tippt, schau mal, Ferse, Fußgelenke warm werden lassen. Jetzt nochmal die Fußspitze. Knie gehen hoch, gut, ganz aufrecht. Und die Hand zum gegenüberliegenden Oberschenkel. Dreh dich mit.
immer noch. Mach noch weiter. Ellbogen zum Knie oder Richtung zumindest. Vier noch, drei, zwei noch und Füße abrollen, hier bleiben. So richtig locker abrollen, leise abrollen. Wird schon etwas wärmer. Gut. Immer weiter. Während du abrollst, kommst du jetzt schon in ein Twisten. Hüfte rechts und links. Rück deine Arme mitnehmen. Die Schultern rechts, links. Nochmal. Ganz ohne Arme. Komm in die Grätsche und verlager. Warm geworden. Noch vier Stück, drei, zwei und jetzt noch einmal Side to Side. Tipp, tipp, tipp. Gut. Jetzt tippst du etwas weiter nach hinten. Bleib ruhig eingestützt. Mach das Ganze halbes Tempo. Langsam Seite. Schau mal, wenn du hinten bist, hüftbreit geöffnet. Deine Füße, rück, vor, rück, vor. Bist du dabei? Nochmal. Mach mal weiter, ich zeige es dir so ein bisschen seitlich, denn jetzt ist wichtig, dass wenn du tiefer gehst, dein Knie über der Ferse ist, dein Oberkörper aufgerichtet ist. Nimm die Arme mit. Vier noch genauso. Aufgerichtet. Drei noch. Bleib hinten. Drei Stück. Drei, zwei, komm wieder hoch. Jetzt achte auf das Knie. Über der Ferse. Mach weiter. Drei, zwei, ich bin wieder bei dir. Drei. Nochmal. Knackiger Po, knackige Oberschenkel. Nochmal. Gleich nochmal. Oberschenkel dürfen warm werden. Rück noch tiefer mit dem Knie, nur wenn es möglich ist. Sonst bleib einfach weiter oben. Zwei noch. Letztes Mal. Und marschieren. Super. So. Knie jetzt höher ziehen. Gehe und tu so, als würdest du draußen walken. Das heißt, deine Arme, die gehen hier im rechten Winkel neben deinem Körper vorbei. Dürfen auch ein bisschen höher die Knie und die Oberarme in die Waagrechte, vielleicht.
Immer noch. Und wenn du willst, startest du jetzt mal zu laufen. Mach nur weiter. Leise landen. Wir wollen ja unsere Ausdauer trainieren. So richtig viele Schritte machen, Energie verbrauchen, Fette verbrennen. Dazwischen immer wieder Muskeln stärken. Mach weiter. Komm mal mit. Eins, zwei, halten. Eins, zwei, halten. Gut. Nochmal. Acht, sieben, sechs, fünf. Du musst nicht laufen, du kannst auch gehen. Und nochmal nur hin und her. Hier. Gehen. Gut. Knie nach außen. Puls etwas nach unten. Jetzt eine Runde für die Taille, Bauchmuskeln. Kannst dich schon mal ganz langsam auf deinen linken Fuß verlagern. Rechter Arm hier oben und dann kommst du hoch. Kreuzrück hinten, hinten. Ellbogen küsst das Knie. Oberkörper mit zur Seite nehmen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Dritten acht noch. Komm, komm. Geht noch. Die letzten, Knie Richtung Fußspitzen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und locker. Ganz locker. Eine Seite nur noch. Weiter bewegen. Rechtes Knie nach außen zeigen lassen, linken Arm nach oben und los geht's. 4x8, hinten kreuzen. Zweiten Achter. Dritten Achter. Alles noch gut. Letzten. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und locker, locker. Komm so ein bisschen hier rüber. Oh, hab's gespürt. Und jetzt machst du einen Schritt rechts und links. Genau. Beugen schön großen Schritt. Nimm ruhig deine Arme mit. Schau mal. Tief.
hoch, tief. Immer noch. Und wenn du möchtest, springst du. Du kannst auch dein Knie so ein bisschen abheben. Hinher. Sieben, sechs, fünf, vier. Ohne Sprung. Der Puls darf immer mal wieder so ein bisschen rauf und runter. Jetzt kommst du in die rechte Ecke mit dem rechten Fuß. Ich mache spiegelverkehrt. Eine Runde noch knackigerer Po. Bereit? Bleib vorne. Stopp. Halte hier. Ganz ruhiges Knie. Rücken ist gerade. Und dein linkes Bein ziehst du jetzt nach oben und tippst. Hier bist du ruhig. Also hoch, hoch. Genau. Ziehen, ziehen. Super. Acht. Sieben. Sechs. Standbein sollst du spüren. Zweiten Achten komm jetzt. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Dritten Acht kommt jetzt. Acht, sieben, sechs, fünf, vier nur noch, dann hast du es. Und einen Schritt. Oh. Gleich mal in die Ecke. Hier nach vorne. Bleib vorne. Halte hier. Ruhiges Knie. Becken parallel zum Boden. Bauch fest. Knie hoch. Okay. Sehr schön. So, jetzt kommen die ersten acht. Acht. Ganz ruhig lassen. Zweiten acht. Es wird. Die allerletzten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen marschieren. Ganz locker. Weitergehen. Nochmal Knie höher ziehen. Jetzt kickst du nach vorne. Kick, kick. Nochmal. Und wenn du willst, dann kommst du einfach zum gesprungenen Kick locker.
immer noch. Kann alles ohne den Sprung sein. Roll deine Füße ab, hier bleiben, Arme seit, Schultern tief und jetzt kreist du, ganz kleine Seilspringen für noch schönere Schultern, richtig Spannung in die Arme, fest. Hinten kreisen, hinter. Komm, 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 komm. Noch mehr. Geht noch. Auch wenn die Schultern schwer werden, die Arme sind die letzten 8, 7, wie viel? Nur noch 2, 1, marschieren, locker, ausschütteln, eine Runde, alles von vorne, weißt du noch? Komm mal nach außen, lass locker und verlagere dein Körpergewicht rechts und links. Lass rück die Arme kurz jetzt ganz locker mitschwingen. Komm schon ein Stück nach vorn zu mir, sodass du nach hinten Platz hast. Kleiner werden mit den Armen und nach hinten tippen. Bereit? Halbes Tempo, langsam. Rück, seit. Jetzt darfst du schon tiefer. Und 3 unten. 3. Komm hoch. Denk wieder an dein Knie. Über der Ferse. Aufrichten, Oberkörper. Stop wackeln. Geht noch. Zweite Runde merkt man dann schon, dass die Muskeln heißer werden, oder? Vier noch. 4. Nur noch 3. Nur noch 2. Letztes Mal. Und marschieren. Wir gehen wieder walken. Arme mitnehmen.
höher ziehen und vielleicht sogar laufen, wenn du willst. Leise abrollen. Tempo. Oder du gehst. Alles ist richtig. Okay? Mach noch weiter. Immer weiter. Laufen. Schau mal. Links, rechts. Mach mit. Eins, zwei. Nochmal. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Und marschieren. Marsch. Wenn du möchtest, trink einen Schluck, bleib in Bewegung. Ganz locker. Okay. Bereit? Auf dein linkes Bein. Stellen. Rechten Arm. Spannung. Und los geht's. Hinten kreuzen. Ellbogen Richtung Knie, zweiten Achter. Dritten Achter. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, vierten, sieben, sechs, fünf, vier, drei, noch zwei und lösen, kurz lockern. Auslockern, eine Runde, letzte Seite, letztes Mal wirklich, los geht's. Zweiten Achter jetzt, acht, sieben, es darf wackeln. Vier noch. Dritten Achter. Acht. Sieben. Letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf, vier, noch zwei und marschieren. Oh, ganz locker. Komm so ein bisschen nach links rüber, was kommt? Genau, ein Schritt. Hin, her,
wenn du willst. Spring ab. Zweite Runde ist nicht mehr so lang. Wieder ohne Sprung. Rechter Fuß geht schon mal in die Ecke. Spiegelverkehrt zu mir. Bereit? Bleib vorne und hol dein anderes Knie hoch. Ganz ruhig hier. Rücken gerade. Zweiten Achter. Oh oh. Letzten Achter jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Nur noch. Und? Gut. Einen Schritt. Oh. Komm schon mal in die Ecke. Bist du bereit? Bleib vorne. Acht. Ruhig, ruhig, ruhig. Jetzt die zweiten Achter. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Und allerletzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei, einen, marschieren, oh. Super, Kick nach vorne, Kick. Weißt du noch, unsere letzte Runde Kräftigung dann, so ein bisschen noch schönere Schultern, dann erscheint die Taille noch schmäler. Wenn du möchtest, High Kick, abspringen, nur wenn du willst. Und jetzt roll die Füße ab. Hier bleiben. Seil springen. Schultern tief. Und ganz kleine Kreise nach vorne. Spannung aufbauen. Fester. Nach hinten kreisen, rück, fest, 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 das halten wir noch durch, nochmal lange Arme und die Kreise etwas größer. Allerletzten. Acht. Sieben. Sechs. Nur noch.
2 marschieren. Oh, locker kreisen. Sehr fleißig, wirklich. Lass die Schultern locker. Kreis nach hinten. Und tippe mit dem Fuß nach vorne. Im Wechsel rechts, links. Atme ein, Arme hoch und aus. Ein und aus. Ein. Zweimal noch. Ein. Letztes Mal. Ohne Arme. Schau mal. Bleib in der Grätsche und verlagere nach rechts und links. Die Knie nach außen. Bleib in der Mitte, tauche ein, Brustbein. Roll nach oben auf. Tauch nochmal ein. Roll nach oben auf. Halte dann hier unten. Stopp. Linke Ferse anheben. Dein Körpergewicht nach rechts drehen. Vorne ist die Ferse unterhalb vom Knie. Hintere Ferse schiebt zurück. Fleißig. Kannst auch ganz leicht federn, wenn du möchtest. Oberschenkel, Hüftbeuger dehnen. Komm hier nach vorne. Fußspitze anziehen. Knie strecken. Wade dehnen. So ein bisschen tiefer. Ganz gerade Rücken. Eine Etage tiefer. Hochkommen. Anderes Bein, Grätsche, Ferse heben, komm tief, wenn du möchtest, federst du auch ganz leicht. Streck dein Knie, denk dran, vorne ist dein Knie über der Ferse. Halten, nach vorne kommen, Fußspitze anziehen, Knie strecken. Ganz gerade. Eine Etage tiefer. Und dann langsam wieder hochkommen. Lockern, Hände hinten fassen. Brustbein aufmachen, Schultern zurück. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich über Gefällt mir, einen netten Kommentar. Morgen heißt gesund und vital, wenn du morgen Lust hast. Ansonsten lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Freue ich mich, wenn sich ganz viele Menschen bewegen. Komm hoch, langziehen. Jetzt beug rechts, zieh deine rechte Seite lang. Beug links, zieh deine linke Seite lang. Ganzen Körper durchtrainiert, viele Schritte gemacht, viel Energie verbraucht, viele Fette verbrannt. Komm zur Mitte, löse auf, lockere aus. Atme ein, atme aus. Nochmal ein und dann öffne die Arme, Ellbogen zurückziehen und atme aus. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen, wirklich sehr fleißig.
Wenn du Lust hast, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Natürlich vielen Dank. Der Link ist unter dem Video übrigens, heißt Deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, kannst du mich mit monatlich zum Beispiel 2,50 oder 5 Euro oder 10, 20, was du Lust hast und was es dir wert ist, kannst du mich unterstützen. Vielen Dank, freue mich natürlich auch, wenn du einfach so meinen Kanal abonnierst, das ist kostenfrei. Und natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Training wieder dabei bist. Bis dann!